Na. So, Dachberger, das sind die Porträts, die ich da von ihr gemacht habe, abgesehen von den Akten natürlich. Da sind so jetzt praktisch diese tollen oder die sogenannten tollen Sachen, das zum Beispiel da oder das oder so, diese üblichen Posen halt oder vielleicht auch das da. Aber wirklich interessant wird für mich die Sonja, wenn sie so ist wie da. Und Warte mal, wie wo? wie da. Das sind die üblichen Posen. Also Posen. das sind die üblichen Posen, das da zum Beispiel oder das sind so die üblichen Posen. Können wir zusammen hinlegen dann, ja? Die kennen wir eh schon alle. Ich mag die auch sehr, bitte, es ist nicht misszuverstehen. Aber interessant wird es für mich, wenn es so ist wie da, bei diesen Sachen da. Da ist sie wirklich toll. Weil die Sonja eine unheimlich ausdrucksstarke Sicht hat, weil sie unheimlich toll arbeiten kann und sie ist einfach vor der Kamera totaler Profi. Und sie kann sich vor allem der Kamera total hingeben und das merkt man auch. Weil diese Hingabe, die sie vor der Kamera hat, die hat fast niemand anderer. Und die Sonja Kirchberger mag sonst irgendein Schickimicki-Mädchen oder wie es immer man ihr nachsagt. Ich sage das ihr nicht nach, sondern andere sagen ihr das nach sein. Aber wenn sie vor der Kamera ist, ist sie so ein Profi, das ganz aus ist. Und da gibt es nichts anderes für sie. Und sie konzentriert sich total. Und mit so jemand arbeiten ist einfach toll. Und deshalb diese Porträts. Und dann kommen auch wirklich diese ganz unheimlich feinen, ruhigen, schönen Sachen raus.